habt nach einem Sub-Video gefragt, also mache ich eins. Als erstes fange ich deshalb auch mal mit dem kleinsten Stapel an. Und zwar ist das der Stapel mit meinen englischen ungelesenen Büchern, wie man hier sehen kann. Ich weiß gar nicht, wie genau ihr wollt, dass ich zu jedem Buch was sage. Also ich werde das relativ knapp halten, weil sonst sitzen wir, glaube ich, in 4 Stunden noch hier. Und deshalb als erstes J-Pod von, wie heißt der gute Mann, Douglas Coupland oder so in der Art. Von dem Buch habe ich das erste Mal gehört, als es in Deutschland erschienen ist. Das soll ja wohl so eine ganz witzige, sarkastische Geschichte sein, in der die Generation iPod beleuchtet wird. Und ich fand, das klang so gut, dass ich das eigentlich unbedingt haben wollte. Und als ich es dann auf dem Trödelmarkt gesehen habe, habe ich es mir mitgenommen, auch wenn es auf Englisch ist. Das Problem ist, seitdem hatte ich überhaupt keine Lust mehr auf das Buch. Vor allem vielleicht auch, weil es relativ dick ist und es ist klein gedruckt und auf Englisch. Und es ist nicht so, dass mein Englisch schlecht ist und ich Probleme habe, englische Bücher zu lesen. Das überhaupt nicht. Aber es ist trotzdem für mich immer so ein bisschen eine Überwindung, bevor ich mich mal an ein dickes englisches Buch setze. Von daher versauert das seitdem ein bisschen auf meinem Sub. Weiter geht es mit Void von Rhiannon Lacita. Oder, ja doch, ich glaube, man spricht sie so aus. Von ihr habe ich das erste Mal etwas gelesen, auch auf Deutsch. Das war Böses Blut. Und das ist ja eine recht gruselige Kinder-Jugendgeschichte. Die hat mir unheimlich gut gefallen. Deswegen habe ich geschaut, ob sie schon andere Bücher geschrieben hat damals und habe dann Void gefunden. Das landete recht schnell auf meinem Wunschzettel, ohne dass ich mir jemals den Inhalt durchgelesen habe. Und natürlich habe ich es geschenkt bekommen und weiß noch immer nicht, worum es eigentlich geht. Und auch hier ist das Buch ein bisschen dicker, deswegen habe ich mich noch nicht dran gesetzt. Das liegt eigentlich komplett unangetastet seit, ich glaube, fast einem Jahr auf meinem Sub. Ich schäme mich ein bisschen dafür, weil vor allem mir auch Böses Blut, das erste Buch, was ich von ihr gelesen habe, so gut gefallen hat. Aber nun ja, es kommt irgendwie immer was dazwischen. Dann haben wir hier den zweiten Teil einer Trilogie. Ich glaube zumindest, dass es eine Trilogie wird oder ist, sagen wir es mal so. Und zwar ist das hier Torment von Lauren Kate. Vielleicht kennt ihr die Reihe ja. Der erste Band heißt auf Deutsch Engelsmorgen, beziehungsweise auf Englisch dann Fallen. Und da geht es um ein Mädchen, das sich in einen Typen verliebt. Ach nee, hatten wir noch nie so eine Geschichte. Und es stellt sich heraus, dass dieser Typ ein Engel ist. Und irgendwie gerät sie da in einen Kampf zwischen Engeln. Mehr weiß ich auch ehrlich gesagt nicht davon. Der erste Band hat mir nämlich überhaupt nicht gut gefallen. Also ich habe mich da total durchgequält, ich fand es langatmig, ich fand die Protagonistin super anstrengend und nichtssagend irgendwie. Aber die letzten paar Sätze des Buches haben mir dann doch die Hoffnung gemacht, dass es besser wird in Zukunft. Und deshalb habe ich mir bei einer Aktion, als es das gerade mal günstig gab, einfach den zweiten Band bestellt. Nur weil mir halt der erste noch nicht so gut gefallen hat, fehlte bis jetzt auch hier irgendwie die Motivation, um mal reinzublättern. Vielleicht mache ich das irgendwann mal, wenn ich ganz viel Zeit habe oder mein Sub super klein geworden ist. Ja, so viel also zu Torment. Weiter geht es mit ebenfalls einem zweiten Band einer Reihe. Und zwar ist das von Libba Bray, Rebel Angels. Auf Deutsch heißt die Reihe Der geheime Zirkel. Und auch wenn hier Angels draufsteht, geht es um Hexen. Und das ist ein bisschen historisch angehaucht. Ich meine, es spielt 1800 irgendwas. Und der erste Band hat mir einigermaßen gut gefallen. Nur ihr wisst es ja mittlerweile, ich habe so ein leichtes Faible für Bücher, in denen es um Hexen geht. Und deshalb wollte ich auch unbedingt den zweiten nochmal haben. Dann kommen wir jetzt zu den neueren Büchern. Hier haben wir Pandemonium von Lauren Oliver. Auch das ist ja ein zweiter Teil, und zwar zu Delirium. Delirium wollte ich unbedingt lesen, als es rausgekommen ist. Und ich habe ein bisschen geschaut bei Amazon, was so angeboten wird. Und dann bin ich auf die englischen Cover gestoßen und fand die viel schöner als das deutsche. Deswegen wollte ich unbedingt das englische Buch haben.
Und irgendwann gab es dann diese Aktion, ich glaube, 3 Bücher für 15 Euro. Und da habe ich gesehen, gab es dann Pandemonium. Also habe ich es mir bestellt. Das Blöde war halt, Delirium gab es nicht bei dieser Aktion. Und das heißt, ich habe jetzt seit mehreren Monaten Pandemonium bei mir rumliegen und Delirium noch immer nicht gelesen, beziehungsweise überhaupt gekauft. Das muss ich unbedingt mal machen. Bis dahin wird dieses Buch nämlich auf jeden Fall weiter bei mir rumstauben, weil es macht ja keinen Sinn, beim zweiten Band erst einzusteigen. Das letzte englische Subbuch von mir ist Insurgent von Veronica Roth. Den ersten Band, also die Bestimmung auf Deutsch, habe ich gelesen, sofort als er rausgekommen ist, beziehungsweise sogar ein bisschen vorher, weil ich den als Rezensionsexemplar hatte. Und das Buch hat mir wirklich gut gefallen. Ich fand es nicht überragend, aber ich fand es auch nicht schlecht. Und ich wollte unbedingt möglichst schnell den zweiten Band lesen. Das heißt, als er rauskam, habe ich ihn mir sofort bestellt auf Englisch und bis jetzt noch nicht geschafft zu lesen. Ich denke aber, der steht relativ weit oben auf meiner Prioritätenliste. Und wenn ich demnächst mal wieder ein bisschen mehr Luft habe und mehr Zeit zum Lesen, dann wird dieses Buch relativ schnell drankommen. Ich weiß ja, ein paar von euch haben es schon gelesen. Vor allem jetzt auch auf Englisch. Auf Deutsch ist es ja noch nicht raus. Sagt doch mal, wie ihr fandet, wie die Geschichte weitergeht. Das würde mich echt mal interessieren. Ja, so viel zu meinen englischen Sub-Büchern. Ich mache jetzt einfach mal weiter mit den Hardcovern hier. Das ist ja einer der größten Stapel. Oh, und schwersten. Gut, und ich fange als erstes an mit, was haben wir hier? Von Safon, das Spiel des Engels. Ich habe vor Jahren, das ist jetzt mittlerweile bestimmt schon, ich möchte jetzt nicht lügen, 3 Jahre her, den Schatten des Windes von ihm gelesen. Und das Buch fand ich unheimlich schön geschrieben. Das Witzige ist, ich habe überhaupt keine Ahnung mehr, worum es eigentlich ging. Ich weiß nur, es ging irgendwie um Bücher. Und das war's. Aber ich habe noch in Erinnerung, dass mir das Buch gut gefallen hat, vor allem auch, weil es sehr schön geschrieben war. Und deswegen, als ich dann das Spiel des Engels auf einem Trödelmarkt gesehen habe, habe ich mir das einfach mal mitgenommen. Und ja, seitdem liegt es hier rum, weil ich irgendwie noch nicht so in der Stimmung dafür war. Ich habe ganz viele Belletristikbücher und Krimis und Thriller und keine Ahnung was hier rumliegen, die einfach ewig auf meinem Sub bleiben, weil ich komischerweise, wenn ich mich entscheiden muss, immer als erstes zu den Fantasy-Büchern greife. Ich glaube, das sollte ich mal ändern. Das gleiche wäre hier mit Strahlend schöner Morgen von James Frey. Von dem Buch habe ich unheimlich viel Gutes gehört. In dem Buch geht es um Los Angeles und ich glaube, es erzählt von ganz vielen verschiedenen Personen, die halt in Los Angeles leben und es geht darum, wie die Menschen in dieser Stadt leben, um diese einzelnen Schicksale, um ja, ihren Alltag und alles, was so in LA passiert. Erinnerte mich ein bisschen an den Film LA Crash, nur glaube ich, dass das Buch viel ruhiger ist und viel weniger aufwühlend. Aber auf jeden Fall fand ich es interessant und wollte es haben. Habe es mir deswegen, ich glaube, beim Medimops bestellt oder auf einem Trödelmarkt gefunden. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Aber auch hier hatte ich noch keine Lust drauf, weil ich glaube, für so ein Buch braucht man viel Ruhe und viel Zeit, weil sich das nicht so einfach weglesen lässt. Dann, die nehme ich mal gleich im Doppelpack, haben wir hier Bücher von Karen Slaughter. Ihre erste Buchreihe, die ja anfängt mit, ich glaube, Belladonna war das erste Buch, habe ich praktisch komplett gelesen. Da fehlt mir nur der letzte Band. Und das hier sind ja jetzt Band 1 und 2 ihrer neuen Reihe. Und die habe ich beide gewonnen. Ich glaube, eins davon ist sogar signiert. Müsste ich mal schauen. Ja, das hier, Entsetzen, ist signiert. Ja, und die habe ich nur noch nicht gelesen, weil ich aus irgendeinem Grunde finde, ich muss die erste Reihe erst zu Ende lesen. Und da fehlt mir eben dieses letzte Buch. Da weiß ich überhaupt gar nicht, wie das heißt, das letzte. Aber auf jeden Fall muss ich es gelesen haben, bevor ich mit der neuen Reihe anfange, weil ein paar Personen aus der alten Reihe ja auch hier wieder auftauchen.
Und ich glaube, dann würde es mich total ärgern, wenn ich die ganze Zeit das Gefühl hätte, dazwischen fehlt mir irgendwas, irgendwelche Hintergrundinformationen, bis halt diese Reihe losgeht. Ja, aber da ich gerade wieder total in Thriller-Laune bin, wird das hoffentlich bald passieren, dass ich die mal lesen werde. Und ja, vielleicht kennt ihr die, vielleicht könnt ihr mir ja mal sagen, wie ihr die fandet. Und habt ihr das eigentlich auch, dass ihr mehr in der dunklen Jahreszeit, also je näher es zum Winter geht, desto mehr Thriller wollt ihr lesen? Woran liegt das? Also im Sommer habe ich absolut keine Lust auf Thriller, da kann man mich damit jagen. Aber sobald es früh abends dunkel wird, denke ich mir so, ach ja, jetzt mal ein bisschen was Blutrünstiges, Tasse Tee dazu, gemütlich ins Bett hocken und perfekter Abend. Sehr merkwürdig. Dann ein Buch, was ich vor gar nicht allzu langer Zeit geschenkt bekommen habe von meinen Eltern. Und zwar ist das ein Buch darüber, wie man schreibt. Das war in der Zeit, wo ich wirklich viel geschrieben habe noch. Im Moment schaffe ich das gar nicht mehr so. Aber das war, glaube ich, auch zu der Zeit, wo ich an einem Schreibwettbewerb teilgenommen habe und gerade die Geschichte eingereicht hatte. Von daher war das da irgendwie aktuell im Moment nicht mehr so. Aber ich freue mich trotzdem darauf, das zu lesen, weil ich finde, man hat ja nie ausgelernt, wenn es um Schreiben geht. Und es ist ja auch irgendwie nicht eine Sache, die nur von Talent abhängig ist, sondern man muss es auch als ein Handwerk betrachten und die Grundregeln dafür muss man erstmal lernen. Daher glaube ich schon, dass es ganz interessant sein kann, sowas auch mal zu lesen. Weiter geht es mit Dust Bunnies. Das Buch habe ich sogar angefangen, ist gar nicht so lange her. Man kann es vielleicht sehen. Oder auch nicht. Hier ist noch das Lesezeichen drin. Und ich weiß, alle Leute sagen, man muss sich erst an diesen Schreibstil gewöhnen, aber man gewöhnt sich dran. Bei mir war es so, als ich dieses Buch angefangen habe, hatte ich absolut keinen Nerv, mich durch irgendwas durchzuquälen und seien es auch nur die ersten 100 Seiten, bis ich mich dann an den Schreibstil gewöhnt habe. Von daher habe ich es damals wieder weggelegt und warte seitdem darauf, dass mich nochmal irgendwie die Lust auf dieses Buch packt. Bis jetzt ist es nicht der Fall, weil ich weiß nicht, ich finde es ganz schwierig, weil ich mich mit dem Schreibstil nicht anfreunden kann, dann ein Buch zu lesen. Mal sehen, ob das noch was wird. Dann haben wir hier zwei Bücher, die habe ich ja schon in meinem Video vorgestellt, von meinen ja, Neuanschaffungen, die ich auf dem Buchtrödelmarkt in meiner Heimatstadt gefunden habe. Und die beiden sind auch schon gut eingeordnet im Regal, genau griffbereit. Das heißt, die werde ich sehr bald lesen, denke ich. Ich freue mich schon sehr drauf. Und es sind ja beides Fantasy-Bücher. Das heißt, wieder meine typische, ach, was soll ich lesen? Na gut, greifst du mal zum Fantasy-Buch, Sache. Und ja, so viel zu den beiden. Dann die letzten beiden, die kann ich auch im Doppelpack vorstellen, denke ich. Das sind die Eragon-Bücher, Band 2 und 3. War das jetzt überhaupt in der richtigen Reihenfolge? Nein, ich glaube 2 und 3. Und den ersten Band habe ich vor ziemlich langer Zeit gelesen. Da hätte ich überhaupt nicht gedacht, dass der mir gefällt, aber ich fand ihn gut. Und deshalb habe ich mir ganz schnell auch Band 2 und 3 geholt. Aber bin dann lange nicht dazu gekommen, die auch zu lesen. Und als ich dann das letzte Mal dazu gegriffen habe, zum zweiten Band, fiel mir auf, dass ich überhaupt keine Ahnung mehr habe, was im ersten passiert ist. Da waren diese ganzen Namen und diese ganzen Sachen, die passiert sind im ersten Band, und an die konnte ich mich alle nicht mehr erinnern. Ich wusste noch, es gibt Eragon und der hat einen Drachen, der heißt Saphira. Aber das war's. Und deshalb bin ich im zweiten Band nicht wirklich zurechtgekommen, habe ihn wieder weggelegt und beschlossen, ich muss irgendwann als erstes nochmal den ersten Band lesen und am besten direkt hinterher den zweiten und dritten. Aber bis jetzt habe ich es einfach noch nicht geschafft, weil es gibt so viele neue Bücher, die immer dazukommen und auch so viele andere Bücher, die noch auf meinem Sub sind, dass ich irgendwie keine Lust hatte, einen Reread zu machen, bevor ich mal an ein neues Buch komme. Ich weiß auch nicht. Irgendwann muss ich die nochmal lesen, weil der erste Band mir eben eigentlich ganz gut gefallen hat.
Und ich habe sie nun mal da, also wäre es relativ schlau, die irgendwann auch mal zu lesen. Ich würde sagen, wir sehen uns am Sonntag wieder bei mir im Video. Ich weiß nicht, ich möchte die Fortsetzung von einem meiner vorherigen Videos drehen. Ihr könnt ja mal fleißig raten, welche es wird oder auf welche ihr Lust hättet. Macht's gut!